Hallo ihr Lieben! Ja, heute gibt es mal wieder ein Food Diary von mir. Mein letztes habe ich euch ja im Sommer mal hochgeladen, also ein Sommer Food Diary. Das kann ich euch gerne in der Infobox mal verlinken. Ja, heute habe ich sozusagen so ein Herbst, Winter-Einstiegs Food Diary für euch. Also was ich so, ja ich glaube seit Oktober immer wieder gegessen habe. Also ich habe wieder so Frühstück, Mittag und Abendessen immer wieder mitgefilmt. Wobei mein Mittagessen, wie ihr wahrscheinlich jetzt letztes Mal schon mitbekommen habt, immer relativ klein ausfällt. Oder eher so ein Snack für unterwegs ist, weil ich da ja in der Arbeit bin. Und deswegen, ja. Also ich habe auch einfach mal so ein bisschen versucht mitzufilmen und werde trotz alledem nach wie vor versuchen, mal so ein Stück Video zu drehen. Also wirklich so 3 Tage am Stück, damit ihr mal so seht, was ich so wirklich den ganzen Tag esse. Aber ich habe jetzt beim Drehen schon bemerkt, dass ich irgendwie immer mehr übergehe eben zu dieser 3 Mahlzeiten am Tag Taktik. Also ich, wie gesagt, diese Frühstück, Mittag, Abendessen. Und ja, es gibt halt höchstens mal einen kleinen Snack zwischendurch. Aber nicht so wirklich viel. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das rentiert sich so groß. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen weiterhin und ich hoffe, dass ich endlich mal hinkriege. Aber heute habe ich jetzt eben mal wieder ganz viele, ja, Rezepttipps für euch oder einfach Menütipps und was ich so esse, damit ihr mal seht, auch die Menge. Also ich habe da jetzt keine Fotomenge gemacht. Das ist wirklich das, was ich dann auch gegessen habe. Deswegen sieht es auch nie so besonders schick aus, weil das einfach mein Essen ist im Alltag und keine Fotosession bei mir wird. Ja, also stellt auch auf ganz normales Essen ein und ich würde sagen, wir legen los mit dem Frühstück. Also als ich im Oktober angefangen habe zu filmen, gab es von mir eigentlich irgendwie ständig dasselbe Frühstück. Also ich war da, ich bin so ein Mensch, wenn mir was schmeckt, dann esse ich es ungefähr 2 Monate am Stück, bis ich dann keinen Bock mehr drauf habe. Ja, ich habe da so eine Phase gehabt, dass ich eigentlich jeden Tag irgendwie mein Frühstücksei gemacht habe. Also Rührei, meistens waren es 2 Stück. Und dazu halt irgendwie ein Brötchen, eine Semmel belegt. Also ich mochte sehr gern, also ich zeige euch einfach immer wieder Bilder, damit ihr mal so seht, von was ich da spreche. Ich habe mir halt einfach irgendwas draufgelegt. Also ich habe einmal Sülze probiert von Aldi war die, aber das war jetzt nicht so ganz mein Fall, deswegen kam es dann auch nicht mehr. Was ich momentan total gerne mag, ist Streichwurst. Also die von Du Darfst finde ich sehr lecker oder auch von Aldi, die Beleid. Die sind sehr gut. Also ich bin jetzt nicht so der Light-Produkte-Fan, das mache ich allgemein wenig. Aber bei Wurst und Käse, da tendiere ich dann doch ab und zu der Light-Variante. Oder ich lege mir einfach einen Schinken drauf, aber Schinken ist ja eigentlich meistens mager. Also da habe ich auch immer den Hauch fein geschnittenen. Da ist auch Putenschinken momentan so meine totale Empfehlung. Also Putenschinken ist echt total lecker. Probiert das mal. Und dann liebe ich Essiggürkchen auch nach wie vor. Also einfach dazu, das schmeckt einfach so ein bisschen frischer dann. Und die haben ja auch 0 Points. Also das sind so meine aktuellen... aktuell kann man nicht sagen, es war halt im Herbst so meine absolute Lieblingsfrühstücksvariante. Und dazu halt immer einen Kaffee. Also ich habe ja immer die von Dolce Gusto. Da gibt es ja den Karamellkaffee oder Cappuccino. Also die hatten zu dem Zeitpunkt auch noch weniger Points. Da hatte ich, glaube, der Cappuccino 2 Points. Und jetzt hat er, ich glaube, der Cappuccino mit Karamell hat 3 und mit Vanille hat 4 Points. Ja, das tut weh, aber da muss man jetzt durch. Also wie gesagt, zu der Points-Umstellung und all dem ganzen Thema, da kommt dann noch ein Video von mir. Also wenn euch Weight Watchers interessiert, da mache ich ein separates Video. Aber jetzt geht es ja um mein Essen. Also in den Herbstferien habe ich immer ein bisschen größer gefrühstückt. Da gab es dann zum Teil sogar noch so einen Bratapfel dazu. Das ist ja auch, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, in einem anderen Video, ich und meine Haare, ist es eigentlich total ein Favorit von mir gewesen. Jetzt im Herbst, ich habe mir ständig Bratapfel gemacht und auch jetzt im Winter, das ist einfach so was Leckeres. Aber dazu mache ich euch jetzt echt bald nochmal ein separates Video zu diesem ganz schnellen Bratapfel. Und den gab es halt in verschiedener Variante immer zum Frühstück dann dazu. Das war einfach so, ja, voll mein Fall, muss ich sagen. Und dann mal was Aktuelles, das mag ich momentan sehr gerne, weil ich habe ja bei dem Weight Watchers Event letztens dieses neue Kochbuch bekommen und ja, da war ein Rezept drin, das hat es mir voll angetan. Und zwar Bananen-Pancakes. Also wer von euch Bananen gerne mag, also den Bananengeschmack sehr gerne mag, den kann ich das total empfehlen. Also ich werde mal fragen, ob ich euch das mal in einem Video zeigen darf, das Rezept. Also wenn, dann gibt es da mal ein Video dazu, wie man das macht. Es ist super einfach. Und ja, die habe ich jetzt momentan total gerne gefrühstückt und
Die machen auch mega satt. Also wirklich, ich finde, das ist so sättigend, das glaubt man gar nicht. Aber gut, Banane ist ja auch sehr kohlenhydratlastig und Zucker und alles. Also das macht wirklich gut satt. Und dazu halt irgendwie ein Obst oder ich habe mir einmal eben Himbeeren, so Tiefkühlhimbeeren einfach nur im Töpfchen warm gemacht. Und ja, also sowas finde ich auch mega gut. Und ich habe letztens erst, das kann ich euch auch mal zeigen, habe ich so ein Weight Watchers Pancake Mix ausprobiert. Das ist so ein Päckchen. Ich war jetzt aber nicht so begeistert davon, weil ich finde, Pfannkuchen machen ist ja wirklich jetzt kein großer Eck. Das schafft man eigentlich schon mal schnell. Wenn man jetzt nicht gerade 50 macht, dann geht es auch schnell, so 2-3 Pfannkuchen ausbacken. Und ich finde, es schmeckt einfach anders. Und die haben auch extrem viele Punkte, dieser Mix. Also von daher gibt es jetzt auch nicht viel, ob man es jetzt selber macht oder die Packung kauft. Also wie gesagt, ich liebe Pfannkuchen total, aber wenn, dann mache ich sie, glaube ich, eher selber. Aber wie gesagt, wenn man ganz so Schnelles braucht, dann ist es halt eine Alternative. Aber gut. So, dann würde ich sagen, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in mein Frühstück. So in letzter Zeit. Dann gehen wir mal zum Mittagessen über. Wie gesagt, also in den Ferien habe ich auch daheim mal gegessen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, was es da so gab. Aber ich, wie gesagt, habe ja meistens irgendwas in der Arbeit dabei. Also ich habe jetzt euch mal so ein paar Varianten. Also was ich total gerne mochte, ist Apfelmus. Ich zeige es euch auch. Das sieht jetzt überhaupt nicht schön aus, aber es ist so lecker. Also einfach Apfelmus mit Quark, mit Walnüssen, ein paar so klein gebröckelte, dann Rosinen und Schokomüsli. Ja, es ist jetzt überhaupt nichts Gesundes, aber ich mochte es sehr, sehr gerne und es ist so toll zum Mitnehmen in die Arbeit. Also das ist einfach sehr praktisch und es schmeckt dann so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Birchermüsli mal anders. Also so ein bisschen in die Richtung. Ja, also hat jetzt nach dem neuen Punktesystem so viel Points, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr essen kann. Aber ich dachte es mir eh schon die ganze Zeit, dass es gar nicht so gesund ist. Deswegen werde ich davon jetzt ein bisschen weniger essen mal, weil das habe ich ja zum Teil echt auch jeden Tag in die Arbeit mitgenommen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder eine Alternative finde. Dann, wenn ich zu Hause gegessen habe, dann auch am Wochenende, stehe ich momentan total auf Zaubergrießbrei. Das ist jetzt auch wieder ein Weight Watchers Rezept, aber das ist einfach nur mega cool. Ich kann sagen, es ist echt einfach. Ihr macht einfach einen Grießbrei, ganz einfaches Rezept Grießbrei und rührt das Ganze dann mit Backpulver auf. Also einen Teelöffel Backpulver und dann mindestens 3 Minuten mit dem Handrührgerät rühren und das wird dann total fluffig und viel, also wird die Menge auch mehr und das hat so eine coole Konsistenz. Also wirklich lang rühren, den Tipp gebe ich euch, sonst schmeckt man es auch raus, das Backpulver. Ihr müsst es lang rühren. Und ja genau, und vorher ein bisschen abkühlen lassen, bevor ihr das Ganze macht. Also ein bisschen runterkühlen lassen und dann rühren. Und dazu dann Orangen ist totales Top und ich habe auch Chiasamen immer drauf gestreut. Das ist total lecker. Und dann halt mit Zimt und so. Also das mochte ich auch extrem gern. Ja, dann genau, dann momentan eine aktuelle Variante für mein Arbeitsmittagessen, wie auch immer, ist so ein, ich habe mir so ein Sandwich mal irgendwie ausgedacht, also was ich halt zu Hause hatte, also so Schinken und Ei. Und wie genau ich das mache, das zeige ich euch auch noch, aber wie es aussieht, kann ich euch schon mal zeigen. Da gibt es halt verschiedene Varianten davon. Und dann mit so einem Gewürz von Just Spices, das ist so lecker. Also das, da bin ich echt sehr begeistert davon. Wie gesagt, also das ist so meine... Ja, mein Snack, den ich echt sehr gut mitnehmen kann, weil so ein Brötchen ist einfach total toll zum Transportieren, sage ich jetzt mal, und macht auch richtig satt auf lange Zeit und deswegen mag ich momentan sehr gerne. Ja, was ich auch ab und zu mache, ist wirklich das Abendessen vom Vortag dann mittags zu essen. Das ist auch so einfach super praktisch. Also wenn ich dann abends irgendwas gemacht habe, dann gibt es halt davon eine kleine Portion mit ein bisschen mehr Gemüse nochmal aufgeschnibbelt, gibt es das dann zum Mittagessen. Das habe ich auch jetzt irgendwie sehr gerne immer. Das ist halt einfach Zeitaspekt, sehr praktisch. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Abendessen. Da habe ich echt viele, viele tolle Sachen für euch. Also was mega, mega lecker ist und wenn ich mal weiß, ich habe so einen Nusshunger am Abend, dann... muss man eben am Abendessen ein bisschen einsparen. Das ist so meine Taktik, weil ich habe momentan einfach so Nussgelüste, also so Mandeln und Macadamia und das ist ein Blödsinn.
Die sind ja echt gesund, aber haben halt mega viel Punkte. Und deswegen, ja, wenn ich das Abendessen ein bisschen kleiner ausfallen lasse, mit weniger Punkten, dann kann ich mir nämlich auch mal sowas leisten. Und da habe ich mir mal selber ein Rezept ausgedacht, ein Salatrezept. Das geht mit Feldsalat, mit diesem Salatherzen oder auch mit normalem Salat. Aber ich finde es am besten mit Feldsalat oder diesem Salatherzen. Und dazu gibt es dann immer Curry-Garnelen und ich schnipsel dann meistens noch irgendwie Tomate oder Paprika, auf alle Fälle Zwiebeln rein. Also wenn ihr das Rezept nochmal genauer wissen wollt, sagt mir Bescheid, dann mache ich auch dazu gerne mal ein Video, weil ich will jetzt echt mehr Kochvideos machen, weil ich glaube, euch interessiert es. Also könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen. Aber das, ja, das habe ich mir eben selber ausgedacht, von daher kann ich es euch ja echt zeigen. Und das ist super lecker und hat ganz wenig Points. Und je nachdem, wie man es halt macht, also je nachdem hat es halt mehr oder weniger. Dann mochte ich total gerne Ofengemüse in 1000 Varianten. Also im Herbst halt total gerne Kürbis mit, was habe ich da drin gehabt? Zwiebeln, glaube ich, habe ich immer aufgeschnitten. Also Zwiebeln so vierteln und mit Kürbis und Öl und Gewürzen und Salz. Also alles sehr, sehr lecker und das dann im Ofen eben so richtig schön gebacken und dazu halt dann auch ganz, ganz gerne Garnelen oder ja. Ich habe auch ein Rezept von meiner Mutter, das ist so cool. Und zwar Karotten und Petersilienwurzeln. Also auch schälen, klein schneiden, dann in den Ofen rein und dann hat die so ein ganz tolles Dressing mit Ahornsirup und Essig und Salz und ich glaube ein bisschen Chili kommt rein und das Ganze dann in den Ofen rein und auch überbacken, also nicht überbacken, also backen im Ofen und dann was hat sie drin? Genau, Pinienkerne. Also Pinienkerne so ein bisschen drüber streuen zum Schluss und die auch noch ein bisschen mitrösten und das ist so toll. Und dazu habe ich halt immer so Lachs oder Wildlachs angebraten. Also Wildlachs hat übrigens weniger Kalorien und Points, Lachs hat mehr. Wobei nach dem neuen System, neuen Punkten, muss ich erst gucken. Also das ist extrem empfehlenswert, kann ich euch echt empfehlen. Also wie gesagt, auch dazu kann ich ja gerne mal ein Video machen. Ja, was gab's sonst noch Schönes? Ich liebe meine Veggie-Lasagne, die habe ich mir selber mal ausgedacht. Also einfach aus verschiedenen Rezepten habe ich mir das so zusammengedichtet, wie ich es halt gerne mag. Also so angelehnt an, wie meine Mutter das früher gemacht hat, dann auf Points jetzt aber umgebaut, dass das Ganze ein bisschen weniger Punkte hat. Und jetzt muss ich muss jetzt alles neu ausrechnen mit den neuen Punkten, aber das ist so lecker und hat ja auch immer sehr wenig Punkte. Also da kann ich auch gerne mal ein Video machen. Also wie gesagt, Veggie-Lasagne. Super lecker. Dann mache ich mir eigentlich ganz oft einfach eine Gemüsepfanne und dann halt in verschiedener Variante. Da habe ich zum Beispiel mal eine Asia-Pfanne gemacht mit ganz viel Karotten und was war denn alles drin? Ich glaube, Staudensellerie, Lauch habe ich drin gehabt. Ich glaube, ein paar Cashewnüsse habe ich reingegeben und dann halt mit so einer, wie nennt sich das? Eine Heuschinensoße, glaube ich. Also so ein bisschen eben asiatisch. Und mit Sojasauce und dann Mienudeln dazu. Also Mienudeln sind auch so lecker. Ja genau, und das hatte auch ganz wenig Punkte, weil das ganze Gemüse hatte überhaupt keine. Und die Mienudeln, naja, hat man halt so viel, wie man davon isst. Und dann hat man ein bisschen eben Gewürze, Öl und alles so dran. Also das ist auch sehr, sehr punktefreundlich. Auch eine große Empfehlung. Oh ja, Ofenkartoffeln. Ich liebe Ofenkartoffeln. Und dazu, wenn man mal so einen guten Punkteabend hat und man noch viel übrig hat, habe ich mal so eine Hackfleischpfanne gemacht. Und ich glaube, dass Hackfleisch jetzt weniger Punkte hat als vorher. Ich muss mal gucken. Dann würde das natürlich dann für mich besser ausfallen, das Rezept. Weil bis jetzt war es dann doch immer relativ punktelastig, weil Hackfleisch sehr viele Punkte hatte. Aber das ist so lecker. Also Hackfleisch mit Karotten und Sellerie und wenn man mag, noch ein bisschen Lauch. Also alles ganz klein geraspelt oder klein geschnitten. Und dann in der Pfanne eben mit Kräuter der Provence und einfach Knoblauch und ein bisschen Wein und alles das dann sozusagen so anbraten. Und es schmeckt sehr, sehr, sehr lecker zu Ofenkartoffeln. Und das ist das Lieblingsrezept von meinem Freund übrigens. Der liebt das. Ja, das habe ich so in letzter Zeit gegessen. Da muss ich mal gucken, ob ich auf dem Handy noch was habe. Ich sage, ich habe hier überall Bilder. Oh ja, das ist auch, das Rezept habe ich mal aus dem Internet, ich weiß gar nicht mehr woher. Das ist so ein Teriyaki-Hühnchen, hieß das glaube ich, mit Rosenkohl und Reis. Und Rosenkohl mochte ich früher ja gar nicht und jetzt mag ich plötzlich irgendwie sehr gerne, also das ist ganz interessant. Und dann eben das Hühnchen hat man mariniert in Sojasauce mit Teriyaki-Soße und dann wirklich einen Tag eingelegt und dann eben angebraten und dann habe ich noch so eine Soße gemacht mit dem Sud von dem Fleisch. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Tomatenmark reingegeben und einfach so ein bisschen
aufgegossen und angedickt und das ist sehr lecker. Das war so richtig tolles Abendessen. Das war schon fast festlich. Das war mich im ersten Advent. Genau, im ersten Advent war das. Ja, genau, das gab es dann auch. Und ich glaube, so langsam müsste ich jetzt alles durchhaben. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen von meinem ganzen Gefilme. Ich sage, ich habe hier das kunterbunte Chaos. Aber das war so im Großen und Ganzen das, was ich in letzter Zeit so immer gegessen habe und ja, eben dann ab und zu mitgefilmt. Ich war natürlich auch gelegentlich mal beim Essen, das muss ich auch dazu sagen. Also ich esse ja nicht nur daheim. Da habe ich, glaube ich, auch zweimal was fotografiert. Ja, genau. Da. Also wenn ich essen gehe, dann gehe ich auch essen und dann esse ich auch nicht nur Salat. Das ist mir aber auch sehr wichtig, dass wenn ich mal außer Haus esse, weil ich koche daheim ja immer eigentlich sehr gesund und versuche mich da auch echt an die Points zu, nach den Points zu richten. Aber wenn ich dann beim Essen bin, dann esse ich auch mal das, was ich gerne mag. Da gab es zum Beispiel mal einen Zwiebelrostbraten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte der hat. Ich habe da nicht aufgeschrieben. Aber wie gesagt, sowas muss auch einfach mal drin sein. Und ja, ich bin jetzt eben sehr gespannt jetzt auf das neue System von Weight Watchers, wie ich da die ganzen Punkte jetzt neu berechnen muss. Ja, aber wie gesagt, so das war jetzt in letzter Zeit mein Essen und wie gesagt, sagt mir Bescheid, wenn ich mehr Kochvideos machen soll, gern auch welches ihr davon jetzt unbedingt sehen möchtet und ob ich jetzt eben nochmal wirklich mir mehr Mühe geben muss, mal so den ganzen Tag mitzufilmen, dann werde ich das gern mal machen. Und jetzt gibt es noch eine kleine Überraschung zum Schluss, denn ich bin jetzt wieder mal eine Aktion im Beautifulen Adventskalender. Und ich verlinke euch die Mädels, die jetzt noch dran sind, in der Infobox. Und auch alle anderen stehen in der Infobox, wann die noch kommen. Denn der Beautiful Adventskalender geht ja noch dieses und nächstes Wochenende. Da könnt ihr noch ganz, ganz, ganz tolle Sachen gewinnen. Und bei mir gibt es jetzt heute passend zum Thema Essen, wer hätte das gedacht, Gewürze. Und zwar habt ihr es bestimmt schon vermutet, und zwar kriegt ihr jetzt von mir solche Just Spices Gewürze. Die haben mich ja mal angeschrieben von Just Spices und ich dachte mir, da möchte ich auch gerne euch mal was davon probieren lassen und habe sie gefragt und ich darf zwei Sets verlosen. Ich füge euch die Bilder hier ein und ihr dürft euch eins von beiden aussuchen und schreibt im Endeffekt einfach nur das, was ihr gerne hättet, in die Infobox. Und dann guckt mir bitte ganz, ganz unbedingt in die Infobox, da schreibe ich euch auch noch alles andere rein. Lest euch gut durch, denn beim Auslosen beachte ich auf alle Fälle, ob ihr auch da wirklich nachgelesen habt. Und deswegen empfehle ich euch da mal reinzugucken. Genau, also da bekommt ihr von mir so ein Gewürzset, weil ich finde, ich liebe Gewürze. Und ich kann euch da total diese asiatischen, orientalischen Gewürze empfehlen. Also das Garam Masala liebe ich total und eben dieses Bharat-Gewürz, die sind so lecker und passen gar total in meinen Alltag, muss ich sagen. Und deswegen, ja, gibt es heute von mir zwei Gewürzsets zu gewinnen. Und wie gesagt, guckt bei den anderen Mädels vorbei, was es da alles gibt. Und nächste Woche gibt es von mir wieder was zu gewinnen. Also, da wird es noch spannend. Ja, das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich würde mich jetzt mega über die Kommentare und Däumchen freuen. Oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht habt. Und guckt doch meine anderen Videos noch an. Ich verlinke sie euch in der Infobox, was so in letzter Zeit noch auf meinem Kanal alles gab. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Mitmachen. Ich hoffe, euch freut meine kleine Gewürzverlosung und würde mich jetzt selber Feedback freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!